Yes! Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bread Bros. Mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Futuristic 4x3. Heute mal wieder ohne Facecam, weil es schon 19.51 Uhr ist, also schon ist gut, aber es ist halt draußen schon dunkel. Und da ich keine Softboxen habe, wie ich bereits 400 Milliarden Mal gesagt habe, kann ich halt abends... Boah, ich dachte schon, ne? Kann ich halt abends nicht mehr mit Facecam aufnehmen, weil mein Licht einfach sonst richtig scheiße wäre, sonst wäre die Hälfte meines Gesichts einfach schattig. Und ich glaube, das wäre nicht Sinn der Sache. So, es wäre cool, wenn mir einer hier beim Bauen hilft, in die Mitte. Das ist immer ganz cool. Alter, ich dachte schon, ich werde wieder runtergebackt. Weil da die auf einmal wieder in der Hand vier Blöcke waren. Das wäre echt uncool gewesen. So, dann hole ich mir schon mal ein Schwert, das ist wichtig. Und eine Brustplatte hier, genau. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Nur ein ganz kleines bisschen hier nur. Okay, schon machbar. Und das schnappt sich auch der Torben. Keine Chance. Das ist meins. Und davon werden wir uns jetzt einen Bogen gönnen. Ja, ein Bogen. Ein schnieken Bogen. Vielleicht sogar noch einen ihren Sword. Wenn... Oh, eins brauche ich noch. Hier, da hast du ein neues. Ich hab's perfekt. Aber oh, ich habe mir gerade irgendwie an meinem Fuß wehgetan. Das ist ja ein bisschen unpraktisch. So. Was habe ich jetzt gemacht? Das verstehe ich nicht, warum ich da so rumgescrollt habe. Dann brauche ich ein wenig Essen. Ich hoffe, unser Bett wird nicht zerstört. Das wäre echt ein bisschen ärgerlich jetzt. Wenn man einmal nicht aufpasst. So, da kommt nämlich auch schon der erste Rote an. Der ein bisschen Beef will. So, okay, er ist down. Er ist down. So, ich denke, wir sind die Einzigen, die ein Eisenschwert haben. Das heißt, wir haben scheiß Rüstung leider, aber juckt uns ja nicht, ne? Die da oben kriegen sowieso 10.000 Herzen Fall Damage, wenn die da runterfallen. Siehst du? Ein Hit. Und dann war es das mit denen. Von da kommt jetzt ein Fully Equipter. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, das war's dann auch. Dann werden wir jetzt hier die mithalten. Futuristic kam im letzten Part. Ich weiß, Leute, ich weiß. Aber ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung. Man kann sich ja nicht immer nach allen richten. Und da es gerade schon eben spät ist und ich für morgen eine Folge brauche, ich aber morgen auch Schule habe und deswegen nicht, wie, sage ich mal, größere YouTuber jetzt bis 10, 11 Uhr aufbleiben kann. Also bis 10, 11 Uhr schon, aber nicht bis 1, 2 Uhr oder so. Deswegen muss ich halt... Oh, dankeschön. Eine Spitzhacke hat mir echt gefehlt. Muss ich halt auch mal früher produzieren. So wie ich es eigentlich immer mache. Und deswegen mache ich das halt. Wie er das eine Schwert noch gedroppt hat. Dankeschön. Was hat er sich dabei gedacht? Ich gebe dem Torben einfach mal das Schwert ab, weil er mich schon getötet hat. Der ist dann so gut. Das, ja, willst du rushen? Eine rushen. So, sehr gut. Dann haben wir einen, hoffentlich, der das macht. Rushst du? PJ? PJ rusht, sehr gut. Da kommt auch schon ein rotes, sogenanntes TNT-Schaf. Jetzt stört mich das so ein bisschen bei meinem Vorhaben. Okay, doch nicht. Alles cool. So, jetzt wollen die vorrücken. Ne, aber so nicht. Die haben wir eiskalt zurückgedrängt. Upsala, was war das denn? Ich habe Babohaft übrigens getötet. Ist ein richtiger Gangster. Wer nennt sich auch schon so? Wer macht auch schon eine Namensanlehnung an Haftbefehl? Das kann ja gar nicht gut gehen. So.
Jetzt haben wir schon 12 Gold wieder. Also Futuristic ist eine Map, wo mithalten echt nicht besonders schwer ist. Tatsächlich, finde ich. Deswegen lässt sich die auch immer ziemlich leicht hier halten. Also zumindest für mich. Guck mal, er hat eine Rettungsplattform platziert. Ja, klar. What the fuck? Er hatte doch kein Flyhack, oder? Nein, das hatte der jetzt nicht an. Glaube ich nicht, oder? Moment jetzt. Er hat doch nur geleckt, oder? Ja, bestimmt hat er nur geleckt. Hoffe ich doch mal für ihn. Und wäre echt ein bisschen unlustig geworden. Hätte er jetzt einmal mal den dicken Flyhack rausgehauen. Sehr gut. Oh, ein rotes TNT-Schaf. Jetzt ist wieder Hochbauen angesagt. So. Okay. Oh. Okay, er hat gut eingesteckt. So viel wird man sagen können. Ja, wir müssen. Ich spalte auf eine Enderperle und einen Stärketrank. Dafür brauche ich noch eine Ladung Gold und dann werde ich das erste Team zerstören. Damit, weil es sich ja ein bisschen gewünscht wird, dass ein bisschen mehr Action reinkommt. Damit ich auch mal solche Sachen mache jetzt wieder. Und nee, also so wie in früher, wie in guten alten Zeiten. Ich hab das auch gesehen. Aua! Aber der leckt nur, der leckt. Nee, der leckt. Jetzt hat er das Spiel verlassen. Ich weiß nicht, was ich jetzt von dem halten soll. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert mit dem. Weil er ist halt so ein Kollege. Er hat schon ziemlich gelaggt. Also das muss man ihm sagen, zu seiner Verteidigung. Upsala. Ach, was mache ich denn jetzt? Lefted hat. Dieser der Gladloaftutut. So, okay, wenn ich jetzt ganz, ganz schnell renne, könnte ich das schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum sollen wir von der Mitte weg? Das verstehe ich aber nicht. Das ist ja wohl jedem selbst überlassen, wie lange der in der Mitte bleibt, nicht wahr? So, Stärke. Das 2 Gold kommt jetzt dahin. Achso, eine Rettungsplattform vielleicht. Man kann sich ja mal was gönnen, ne? So, man gönnt sich ja sonst nichts. Zack, 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 zack. So, perfekt. Okay, jetzt bekämmt Rot die Mitte. Alles klar. Da werde ich auch nicht mehr so leicht hinkommen. Leider. Habe ich das ungute Gefühl. Ne, jetzt werde ich nämlich schon hier unter Beschuss genommen. Natürlich keine coole Sache. Jetzt sehe ich hier eine Level 1 Chestplate. Ach, da könnte ich mir eigentlich mal eine bessere kaufen, ne? 8 Gold habe ich. Zack, 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 zack. So. Vielleicht macht Rote jetzt wirklich das Bett von diesem Typen kaputt. Dann könnten wir wieder die Mitte erobern. Okay, tatsächlich. Torm hat absolut richtig spekuliert. Aber wer schießt jetzt? Der Grüne da hinten, oder? Hä? Holy shit. Von wo? Hä? Von wo schießt er auf mich? Alter, ohne Witz. Erklärt's mir bitte. Hä?
Das verstehe ich absolut nicht. Das war ja nicht der da. Okay, das verstehe ich nicht. Das muss mir mal einer erklären. Ja, den sehe ich schießen. Das ist auch in Ordnung. Der Maximus. Wenn jetzt wieder. Jetzt kommt der an. Ah, hä? Wie hat mich bitte dieser Babo Haft getroffen? Der war verfickte Scheiß in seiner Base. Aua, ist jetzt gut, bitte. Hab jetzt keinen Bock auf den Shit. Gut, jetzt machen die das gleich, wie wir gemacht haben. Ist natürlich auch klug. Wie gesagt, die mit den Futuristic City geht leicht zu halten. Einer muss eigentlich immer da bleiben, aber das ist halt ein Team, das einfach mitgerannt ist mit mir. Weißt du, ich bin dann wieder der Tonangebende. Jetzt denken sie, ich kassiere richtig. Dem ist aber nicht so. Wie wär's denn mit dem besten Bogen? Ist das machbar? Ja, fast, ne? Das ist jetzt nicht so geil, muss ich anmerken kurz. Ist ein. Ach ne, der PJ ist gestorben. Der Barbo Haft hat mal wieder seine Haftbefehl-Skills rausgucken lassen. So, ganz theoretisch bin ich ja jetzt wieder in der Mitte. Ah, die haben alle ein Eisenschwert. Ne, darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock. Da müsste ich ja meine Stärke trinken. Oh Gott, Alter, es wird richtig knapp. Okay, alles klar. Ho, 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 ho. Okay. Ein Heilungstrank wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ist noch nicht machbar, richtig, ne? So. Instant Health. Zwei, Dankeschön. So. Zwei Gold ist. Ja, cool, dass ihr das hier gemacht habt. Damit man auch ja nicht an unsere Chest gehen kann. Das wäre natürlich auch klug, wenn man da dran könnte. Aber ist eigentlich auch ein bisschen überbewertet. Ich müsste einmal halt in die Mitte. Dann würde ich mich zu Rot werfen und dann würde ich Rot destroyen. Okay, er hat gerade gut kassiert. Ach Mann, ich will halt nicht. Ich will es halt. Jetzt kommt auch der dritte Rote wieder. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Ich hätte, glaube ich, gerade meine Stärke trinken sollen und die einfach versuchen sollen zu destroyen. Jetzt hätte ich auch wieder einen Instant Health Trank gebrauchen können. Aber gut, juckt mich dann jetzt mal nicht. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Weil Gelb hat kein Bett mehr. Zu Grün werfen von hier aus, ne, das mache ich nicht. Das schaffe ich eh nicht. Ne, keine Chance, das schaffe ich nicht. Außerdem campen die alle in ihrer Base. Das wäre ja noch nicht mal das Problem. Aber wir müssen halt wieder in die Mitte, sonst lassen wir da Rot halt viel zu krass equippen. Die kriegen richtig dickes Equip gerade. Okay, jetzt könnte ich sagen, mit meiner Stärke. Oh mein Gott, ich bin da. That's amazing. Alter, was gibt mir der denn für Hits bitte? Kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, das kann ja, das ist ja ein Witz jetzt. Das war ja jetzt ein Witz, oder? Habt ihr gesehen, wie der ausgeteilt hat? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee. Niemals hatte der. Wieso hat denn der so ausgeteilt? Das ist doch gar nicht machbar. Och man, die haben auch schon den besten Bogen, ey. Was soll ich machen? Jetzt ist wieder nichts mehr machbar hier. Ach man, ey, das ist echt wieder. Es ist wieder so scheiße jetzt. Jetzt campen die ganze Zeit in der Mitte und gehen nicht einmal weg. Und alles, weil mein Team am Anfang wieder mir hinterhergerannt ist. Weißt du, er hatte einen Bogen, alles war gechillt. Ich wollte mir nur die Enderperle kaufen und den besten Bogen. Ach, und einen Stärketrank. Und dann rennt er mir hinterher. Wie?
Wieso? Frage ich mich. Und er bekäme jetzt die ganze Zeit unseren Weg. Einfach die ganze Zeit. Ich hätte gerade einfach durchrennen sollen, die Enderperle da hinten hinschmeißen sollen und das Bett von denen abbauen sollen, ey. Ich glaube, das hätte insgesamt mehr den Sinn und Zweck dieses Spielmodi ist ja der Plural. Der kriegt mich noch. Ja. Bombe. Oh mein Gott. Och, shit, ey. Rückschlussknüppel, unbedingt. Wichtigstes, was man haben kann, hatte ich nicht dabei. Das ist mega wichtig. Damit hätte ich ihn runtergekriegt, ey. So, merke ich mir. Habe ich jetzt dabei. Ja, das Problem ist, ich hätte die Chance gerade nutzen müssen, weil jetzt bekämpfen die wieder nur unseren Weg. Alter, guck es dir an. Jetzt hast du keine Chance mehr. Mann, jetzt hast du einfach keine Chance mehr. Alter, nur weil mein Team am Anfang wieder einfach hinter mir hergerannt ist. Anstatt einfach mal ein bisschen sinnvoll nachzudenken. Ja, jetzt ist keiner mehr in der Mitte, dann gehen die anderen alle in die Mitte. Nee. Das ist ja, nee. Absolut unlogisch. Ja, jetzt schießen zwei auf mich. Babohaft und der andere. Das ist natürlich besonders geil dann immer. OMG. Ja, weißt du, und dann kriege ich von irgendwo von Gelb oder so aus der Base einen Hit. Und, ach man, echt, darauf habe ich doch schon wieder keinen Bock mehr. Ich hätte hinter mir zubauen sollen. So, die haben sich jetzt selbst ein bisschen das Sichtfeld da eingeschränkt. Was, glaube ich, ganz praktisch ist. Nee. Boah, Alter, die gehen mir echt auf den Sack mit ihrem ganzen Mitte-Becampen. Boah, Alter, ohne Witz, ne? Nein, ich lasse das. Das würde mich nur mehr motivieren. Mit der Scheiße weiterzumachen. So, ein Roter ist vorgerückt. So, jetzt kriege ich gleich wieder auf die Fresse, ne? Ne? Ja, kennen wir doch schon. Alter, ohne Witz, dieser Bogen macht einfach Rückschuss 10.000. Weißt du, selbst wenn ich ihm da mal mit dem Rückschuss oder mit halt mit irgendeinem Ding hätte schlagen können, ist nicht machbar. Weil dieser... Das macht doch keinen Spaß mehr. Jetzt stehen sie wieder zu dritt in unserem Team, wo immer ein Unequipter in die Mitte rennt. Ja, größte Gefahr, die man haben kann, ey. Grün, wir müssen zusammen rushen. Oh, jetzt kommen sie. Okay, jetzt kommen sie. Alter, ohne Witz, wie teilt er mir aus, bitte, von am anderen, vom... Ohne Witz, ey, keine Chance. Ja, dann mach jetzt auch was, damit die... Oh mein Gott, ist das amazing, ich hätte einfach bei denen bleiben müssen. Jetzt haben die gleich ein leeres Bett vor sich, ey. Kommt, ihr dummen Schafe. Danke, jetzt ab. Och Mann, Alter, ich bin so inkompetent. Jetzt bin ich gerade der Inkompetente im Team. Ich muss unbedingt zur gelben Base jetzt. Das hat oberste Priorität. Wie irgendeiner aus meiner Stufe sagen würde. Der darf sich jetzt auch angesprochen fühlen. Hä? Sowas meinte ich nicht. Ich meinte einfach zusammen... Einmal in die Mitte rushen, damit wir die zusammen... Och, that's amazing, Torben. Das hat nichts mit Team zu tun. Das hat nichts mit
Teamen zu tun. Wenn man gleichzeitig in die Mitte rennt, hat das für mich nichts mit Team zu tun. Dann ist das eine gute Absprache von zwei Teams, um ein Team kaputt zu kriegen. Ach, jetzt sind sie wieder da. Das ist ja spitzenmäßig. Okay, einer down. Der juckt mich in Dreck. Danke für den Boost, Kollege. So, erstmal das Gold aus der Mitte mitnehmen. Einfach, weil ich es kann. Danke für den Boost nochmal. Danke für den Boost. Mann, da wollte ich gerade zubauen, echt. Aber du hast halt auch keine Chance, weil die dir immer wieder auf die Fresse geben. Und guck mal, ich kaufe mir den Bogen nicht. Was machen die? Einfach Gold verschwinden. Sowas geht ja gar nicht. So, aber jetzt... Ja, jetzt bleib doch in der Mitte. 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 Jetzt kommt auch alle in die Mitte, Mann. Ohne Witz, das verstehe ich schon wieder nicht. Weißt du, er hat die Mitte quasi und lässt sie einfach wieder los. Okay. Ja gut, ich meine, man kann mir auch Rückstoß bis zum Mond geben, ne? Das muss mir jetzt einer erklären. Und unser anderer chillt wieder nur in der Base und macht nichts, weißt du? Es ist so typisch, es ist so typisch, wenn kein Team der Welt macht einmal einen klugen... Ich sage ja nichts gegen Teams, die halt manchmal ein bisschen nachdenken, aber dieses Team denkt einfach null nach. Null. Null. Und ich habe auch schon wieder keinen Bock mehr auf die Runde, echt, ey. Das ist so billig einfach. Es ist so billig. Yay, tötet mich wieder. Ich bin ohne Equip. Opfer, ey. Na ja, komm, lass dich auf den Battle ein. Komm, komm rüber. Komm, zeig's mir. Komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr gut. Mich hat er runtergekriegt, aber er ist tot. Und das ist die Hauptsache, Leute. Das war das Wichtigste. Er ist down. Das freut mich. Damit sind die wieder ein haben die wieder ein Eisenschwert weniger. Die haben zwar eh noch genug, aber eins weniger ist besser als keins. Ist besser als genauso viele wie vorher, nicht wahr? Mann, jetzt hat wieder jeder Billigtyp da am Bogen, oder was? Blöcke habe ich natürlich auch nicht dabei, sind ja sowieso, halte ich generell für unnötig, sowas. So, dann bauen wir hier mal eine Verbindung hin, bitte. Okay, ein Hit und ich bin down. Och man, Alter, das ist echt wieder so typisch. Jetzt passiert wieder die ganze Zeit nichts. Einer kommt. Achtung. Weißt du, woher? Die kriegen immer Bögen. Immer kriegen die Bögen. Immer haben die Bögen. Ey, das ist so langweilig. Die sollen sich mal wieder aus der Mitte verpissen, ey. Irgendwann ist auch wieder gut. Alter, warum kriegt die denn gar keinen Rückstoß? Warum? Boah, Alter, mir geht diese Runde echt wieder so auf den Sack, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Wie die ganze Zeit in der Mitte campen. Und dann kriegen die es nicht gebacken, einmal zu uns zu rushen. Mit drei verkackt voll ausgerüsteten Teammitgliedern. Das ist ja auch so verdammt schwer, gegen eine Handvoll normale, ohne irgendwas Equip-Spieler. Ja, komm, spam mich wieder mit deinem zweitbesten Scheißbogen weg, ey. Oder drittbesten, nein, das ist der erste. Ja, geil, komm, mach es immer wieder, ey. Ich hab kein Equip. Gib mir wenigstens eine Chance, mal durch die Mitte durchzurennen. Mann, ich verstehe nicht, wie man sich selbst... Also man regt sich selbst immer darüber auf. Und wenn man das selbst macht, dann juckt einen das gar nicht. Guck mal, jetzt spammt er wieder.
Weiß ich, bin noch nicht mal auf der Hälfte unseres Weges. Da fängt er schon an zu spammen. Jetzt sneak ich hier und er schießt mich. Es interessiert ihn mehr als die Grünen, die sich dann in ihrer Base voll equippen. Es ist wichtiger für ihn, mich runterzuschießen hier. Mich, der wirklich null Equip besitzt. So, jetzt machen wir uns hier erstmal eine kleine Sicherung. Tschüss. Ja, worauf denn jetzt? Okay, der wartet da jetzt die ganze Zeit, bis wir uns einen Schritt bewegen. Alles klar, habe ich kapiert. Ist eine echt coole Geschichte. Ohne Witz, es ist einfach so. Du hast keine Chance mehr sonst. Doch, oh, er will lustig sein. Oh. Komm her, zeig dich, wenn du mit meinem Rückschuss knüppeln willst. So, weg ist er. Boah, Mann, was war das denn jetzt schon wieder? Ich war mit einem Bogenschuss tot. Das kann doch nicht echt. Ich kann nicht mehr sprechen. Das kann doch nicht echt deren Ernst sein. Alter, ohne Witz. Du hast keine Chance dagegen. Direkt, wenn du einmal, der uns die ganze Zeit bekämpft, umbringst, zack, kommt der nächste nach. Richtig eklig, ey. Das ist richtig lächerlich. Vor allem, die gehen gar nicht mehr aus der Mitte weg. Die gehen auch nicht zu einem anderen Teams. Die belagern einfach nur. Ohne Witz, dieses scheiß Eisenschwert macht so einen Rückstoß. Das macht, Alter, der macht Knockback 1. Das Eisenschwert macht Knockback 400 Milliarden. Das macht einfach Knockback 2. Weißt du, dieser Knüppel hat gar keinen Sinn. Wenn du dir ein Eisenschwert kaufst. Aber jetzt schreibt auf einmal auch, hey, Team Blau, Team wir. Ja, ohne Witz, das macht doch echt keinen Spaß. Das macht doch echt überhaupt keinen Spaß. Lass einfach alle in die Mitte. Muss ich natürlich schreiben. Ist natürlich sonst... Das ist kein Team, das ist einfach nur Absprache. Was ist der da unten für einer? Ach, unser Blauer. Alter, er ist amazing. Er hat einen Weg gebaut. Oh mein Gott. Alter, vielleicht ist gleich deren Bett kaputt. Oh mein Gott. Amazing. Du schaffst das. Oh mein Gott, das wäre so amazing, wenn er das schafft, ey. Und dann einfach gleich deren Bett futsches. Das würde ich so feiern. Nein, er wurde entdeckt. Seien wir haben 2D. Wo ist PJ? Ah, shit, er wurde entdeckt, ey. Okay, damit ist unsere letzte Chance auch verschwunden. Die war sowieso gering. Mach jetzt verdammt nochmal einen Abgang. Alter, guck mal, dann spammt er mich auch noch richtig pussyhaft mit dem Bogen weg. Ey, das kann doch... Ach man, das ist echt so witzlos. Da hat man ja keinen Bock drauf. Wenn man einfach die ganze Zeit mit diesem behinderten Bogen weggespammt wird und die
noch nicht mal in den Nahkampf gehen. Weißt du, die haben schon alles. Nee, aber erstmal mit dem Scheißbogen wegspammen. So ist das natürlich richtig. So, erstmal wieder ein bisschen Ablenkung hier. Komm, spam mich mit dem Bogen weg. Ja, tu es, tu es. Das willst du doch auch, richtig, das willst du. Okay, immerhin 4 Gold erobert aus der scheiß Teamkiste. Das ist zwar nicht viel für die, aber besser als nichts, oder? So, wir müssen unten auf den Weg von denen. Ich dachte mir, durchrennen hat eh keinen Zweck, weil du mit einem Pfeilschuss tot bist. Da musst du jetzt schon echt ein bisschen... Ach man, so komme ich da auch nicht drauf. Wenn ich so tun will, als wäre ich da runtergeschossen worden, dann überlebe ich den Sprung nicht. Der ist nämlich genau so getimed, dass man den halt gerade so überlebt. Glaube ich, hoffe ich. Müsste. Anders ist der nicht machbar. So hätte ich den jetzt überlebt. Aber ich weiß nicht, ob es der das gecheckt hat. Ich glaube ehrlich gesagt sogar nicht. Nee, hat er nicht. Okay, dann brauche ich mir vor dem keine Sorgen zu machen. Nur der Barbohaft, der hat es gecheckt. Der war ja gerade auch schon bei uns. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich versuche hier so weit wie möglich weiterzukommen. Und mich jetzt einfach hochzubauen. Okay, sieht er mich? Ich glaube, hat er nicht. Doch, hat er. That's amazing! That's amazing! Yeah, man! That's amazing! Mann, Alter, das geht mir richtig auf den Sack! Du hast halt auch wirklich gar keine Chance, ja? 12 Leitern reichen nicht. Ich brauche mehr. Gib mir Blöcke. Und gib mir Leitern. Wir müssen halt immer wieder versuchen, da hochzukommen. So, wir können das Spiel nur über diese Taktik gewinnen. Und die müssen wir dann jetzt auch ausspielen. Weil solange wir die Mitte bekämpfen, haben wir keine andere Chance, zu deren Team zu kommen. Vielleicht mit einer Enderperle wäre das eine ganz coole Lösung, die man mal bringen könnte. Aber dazu müsste man halt extrem viel Gold sparen. Hat er jetzt gecheckt, dass ich hier... Bin mal kurz leise. Amazing, hi, hat er wieder einen Bogen, das ist ja prima. Das ist ja prima, das ist richtig Töfte. Mann, Alter, echt ohne Witz, so langsam reicht's auch mal. ...33 Minuten lang nichts gemacht, außer ein Bett von einem zerstört, der alleine war. Tatsächlich eine echt geile Leistung. So, ich habe keine Spitzhacke. Das heißt, die werden jetzt einfach was vom Weg zerstören. Was mich aber nicht besonders juckt. Weißt du, was jetzt richtig ungenial war? Dass ich jetzt gerade keine Spitzhacke dabei habe. Hey! Läuft bei dir. Mann, der hat doch jetzt wieder... Ja, komm. Ach, Mann, das ist echt so witzlos. Weißt du, überall wird man bekämpft. Überall, man hat gar keine Chance, irgendwas zu machen. Weil die einfach alles bekämpfen. Da bekämpft nicht einer die Mitte und dann bleiben wenigstens... Okay, Ullheiler ist anscheinend in deren Base. Ich versuch's jetzt einfach nochmal über die Mitte. Es bleibt mir anderes übrig. Ist sie da? Nein, ist sie nicht. Gut, mir bleibt also... Wo ist die Ulla? Ach, cool. Cool. Das ist ja echt richtig Töfte. So. Dann bleibt jetzt nur noch eine Möglichkeit offen und das ist die, sich auf eine Taktik zu verlassen, die eigentlich mega umständlich ist.
aber man muss halt auch was ausprobieren. Und die nennt sich einfach von ganz weit außen zum Team bauen. Ich würde mich gerne jetzt von ganz weit außen zu Team Gelb bauen, da Team Gelb einfach richtig viele Ressourcen hat und wir von da aus uns weiterbauen können zu Team Rot. Und damit das am besten equipte Team mal eben vielleicht abschalten können. Da über unten jetzt auch keine Möglichkeit mehr da ist, dahin zu gehen, brauchen wir es gar nicht über unten erst zu versuchen. Ich versuche es jetzt einfach über meine Weitaußen-Taktik. Vielleicht bringt das ja was. Sonst weiß ich echt auch nicht mehr, was wir machen sollen. So, mal gucken. 5 Blöcke haben wir noch. 4, 3, 2, 1. Also wir haben noch mehr, aber ich muss halt gucken. Wir sollen mal kurz kommen. Ich höre auf mein Team tatsächlich. Weil, wenn jemand eine Taktik hat, möchte ich, dass er die auch ausspielen kann. Schon. Vielleicht funktioniert die ja sogar. So. PJ, was ist denn? What's up? What's going down? Jetzt kommen wieder 2 zu unserem Team, weil ja wieder 2 Unequipte ankommen. Das muss natürlich direkt im Keim erstickt werden. Ist ja ganz klar. Kann man ja nicht zulassen. Dass die Unequipte einfach... Da muss man die erstmal mit dem besten Bogen runterholen, ne? Das geht ja absolut gar nicht. Das ist natürlich cool. Damit man einfach direkt wieder getötet wird. Das ist richtig so. Genau das würde ich auch tun. An deren Stelle. Weil was anderes macht ja auch keinen Sinn. Jetzt habe ich mir eine Eisenspitze gekauft. Ob das so klug war, ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln sogar. Okay. What now? So, der Weg beginnt da. Das heißt, ich werde mich jetzt hier runterfallen lassen. I got a sword too. Hat er es gecheckt, dass ich mich... Ne, der checkt das irgendwie nicht. Der Typ. Aber leider haben die den Bosshaft. Und der Bosshaft, der snackt uns halt hier unten immer. Das ist ein bisschen unfair. So, das war mein letzter Versuch jetzt über unten. Wenn das nicht funktioniert, werde ich mich mit meiner nach hinten Bau-Taktik versuchen. Die Runde geht einfach 40 Minuten lang und ich habe irgendwie, es ist abends, es ist jetzt, mittlerweile ist es jetzt cool. Jetzt hat mich sogar einer aus der Mitte gesehen. Ne, es war wieder der Barbo-Haft, wie immer. Der Einzige, der es irgendwie mitkriegt, dass sich da einer... What the fuck, warum haben wir 2 Kisten? Wir schaffen es doch nicht mehr, eine zu füllen. Leute. So, ich nehme jetzt einfach mal hier ein bisschen Bronze raus. Hol mir den einen oder anderen Block. Und ich hoffe, der Barbo-Haft ist jetzt nicht bei Gelb. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Können wir da mal bitte ranzoomen kurz? Können wir da mal bitte ein bisschen näher zoomen? Einmal kurz ein bisschen näher. Nee, ist nicht machbar. Okay, das ist, so stelle ich mir die Technik bei RTL vor. Auf jeden Fall. Hier oben sind Heilungstränke drin, alles klar. Unser gut Equipter wurde gerade getötet, warum auch nicht. Das war ja der gut Equipter. Ja, war der gut Equipter. Das ist natürlich immer vorteilhaft, wenn der getötet wird. Weil den braucht man ja eigentlich auch nicht mehr, um die Base zu halten. So, ich finde, das reicht sogar hier schon. Oh! Einer von Team Rot hat das Spiel verlassen, das ist ja traumhaft. Der hatte irgendwie keinen Bock mehr auf die Runde, habe ich das Gefühl. So Leute, wenn unsere Base gerusht wird, dann schreibt das bitte. Ist das soweit klar? Ah, dankeschön. So, ich werde jetzt versuchen, mich nämlich von außen zu unserer Base, zu der gelben Base zu bauen. Wie ich bereits erklärt habe. Die gelbe Base ist bestimmt schon seit einer halben Stunde oder seit 20 Minuten... War seit 25 Minuten kaputt. Mann, Alter. Soll das Spiel hier auf unentschieden gehen oder was ist, wenn mein erstes Bad Wars Spiel das unentschieden ausgeht? Ich weiß gar nicht, ob es die Zeitbegrenzung wieder gibt. Irgendwie habe ich das mal gehört, dass es die wieder geben soll. Aber man hat halt oben keine Einblendung. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Vielleicht damit man nicht unter Druck gesetzt wird oder so. Ich weiß es nicht.
Ich weiß noch nicht so, was ich davon halten soll. So, ich baue mir jetzt erstmal zu der Geldbase. Also ich versuche es. Ich werde wahrscheinlich eher im letzten Moment vom Babu Haft mit seinen Babu-Augen entdeckt und runtergeschossen. So, ich muss halt ein bisschen auf die Todesnachrichten achten, damit ich sehe, ob wie schnell hintereinander jemand hier drauf geht, um zu sehen, ob unsere Base vielleicht unter in Gefahr ist, nicht unter Gefahr. So, ich habe ein bisschen Angst um unser Bett, muss ich sagen, wenn ich mich jetzt hier zu Geld baue. Aber auf jeden Fall, diese Folge, die ist echt krass. Also ich glaube, sowas habt ihr euch auch mal wieder gewünscht. So eine Folge, wo wir halt nicht die Mitte haben, sondern auch mal ein bisschen taktisch spielen müssen. Ich glaube, das war es, was ihr haben wolltet. Also wo man mal auch mal ein bisschen mit schlechterem Equip leben musste. Kann ich mal bitte meine Chunk-Sichtweite hier ein bisschen höher stellen? Ja gut, ne? Okay, dann baue ich mich jetzt einfach mal straight hier lang. Und guck mal, was das wird, wo ich da rauskomme. Weil ich will ja auch, dass ich mich dann unbemerkt von der gelben Base weiter zur roten Base bauen kann. Okay, da bin ich noch ein bisschen zu nah dran. Da muss ich mal ganz kurz straight... Oh, ich glaube, die Grünen waren gerade kurz in der Mitte, aber leider sind die dann wieder direkt draufgegangen. Aber egal, waren immerhin eine kurze Zückung von denen. Vielleicht machen die jetzt auch sozusagen so ein bisschen Team mit uns, also dass sie uns erstmal ein bisschen in Ruhe lassen und dann erstmal auf die Roten gehen. Weil das macht einfach keinen Spaß, so wie die spielen. Dass sie einfach die ganze Zeit in der Mitte campen. Hätte man selbst natürlich auch gemacht, aber man hätte es irgendwann auch mal zu Ende gebracht und nicht andauernd becampt und wieder runtergeschossen. Das ist ja richtig low, also... Dazu weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, wenn ihr übrigens die ganzen Würste seht, die online kommen, das sind auch welche aus meiner Stufe. Das ist die Würstchen-Gang. Also die macht übrigens den Server unsicher. Jedes Mal, wenn die in einer Runde sind, dann gewinnen wir diese Runde. Ja, habt ihr kapiert? Danke. Respektiert die. So, ich baue mich jetzt hier noch ein bisschen... Keine Ahnung, ob das was bringt, ob man mich aus der Mitte sehen kann. Ich sehe die Mitte nicht. Dann sieht man mich auch nicht. Psst. Das ist ein Geheimnis. So, das ist natürlich ein Vorteil, dass Rot nur noch zwei Spieler hat. Obwohl die natürlich auch einfach beide Teams bekämpfen können mit ihren besten Bögen, die sie locker haben. Und einfach, ja, chillen können. So, wenn ich jetzt wirklich bei Team Rot bin, das wäre echt... bei Team Gelb. Das wäre echt schon mal ein Riesenvorteil. Weil da liegt bestimmt... Ich schätze das auf 25 Gold, was da alles rumliegt, wenn da noch keiner war wieder. Und die könnte ich gut gebrauchen, um mich voll zu equippen. Und mich dann weiter auf den Weg oder halt durch die Mitte. Und da müsste man dann halt überlegen, wie man das macht. Weil es wird ja auch mal wieder Zeit, dass Rot abgelöst wird, ne? Die waren ja lange genug Alleinherrscher. So. Also die Runde ist jetzt einfach 45 Minuten lang und drei Teams haben noch ein Bett. Oh, das ist echt eine krasse Runde. So, dieser Weg ist übrigens wunderschön, ja. Grün scheint die Mitte zu haben. Okay, ich hoffe, ich kriege jetzt gleich nicht zu viele Todesmeldungen von mir, sonst habe ich ein Problem. Weil da werde ich auch nicht mehr eingreifen können, weil das Bett ja ziemlich nah am vom Weg weg, also das, man kann das Bett ziemlich leicht abbauen. Und die Frage ist, worauf sich Grün zuerst fokussiert. Ob die halt lieber die leichten uns machen wollen oder die schweren aus dem Weg räumen. Nämlich Rot. Okay, nee, das war genug Zeit dazwischen, dass der in die Mitte rennen konnte. Ja, unsere Base wird noch nicht gemacht. Perfekt. Ja, Leute, wir sind jetzt tatsächlich bei der gelben Base. Hoffentlich unbemerkt angekommen. Also das Hauptproblem ist ja wirklich Rot. Die möchte ich zuerst wegräumen. Grün will ich so lange echt verschonen, kann ich nicht sagen. Die sind ja besser equipped als wir. Ja, tatsächlich bin ich jetzt bei Gelb. 13 Gold? 14 Gold nur? Okay, damit hätte ich jetzt echt nicht... Ich hätte echt mit mehr gerechnet. So. Das war echt eine schlechte Schätzung von mir dann. Oder es war zwischendurch einer da halt. Kann ich ja nicht wissen. Aber zumindest ist der beste Bogen drin. So, dann ist drin die beste Chestplate, die ich schon besitze. Dann hole ich mir erstmal ein bisschen Lederrüstung.
So, dann hole ich mir ein paar Blöcke. Zack, zack, zack. Also ein paar Blöcke ist gut, ne? Sind schon ein paar. So, Domse LP wurde getötet. Das ist schon mal nicht schlecht. Hole ich mir das hier. Dann brauche ich natürlich noch eine Spitzhacke. Guck mal, jetzt geht Rot wieder in die Mitte. Das ist natürlich super. Das ist Töfte, wenn ich deren Bett kaputt machen will. So, dann hole ich mir hier die drei. Und dann macht der Torben erstmal wieder einen gekonnten Abgang in seine Gemächer. Dahin, wo er sicher ist, meine Freunde. So, ich hoffe, mich hat keiner gesehen. Das wäre echt das unpraktisch. Unpraktisch. Aber guck mal, die werden direkt wieder getötet, die Lappen, ey. Auf einmal richtige Lappen geworden. Barbohaft wurde auch direkt geschnetzelt. So, ich werde mich jetzt auf den Weg zu denen machen. Mit dem allergrößten Sicherheitsabstand, den ich haben kann. Maximus wurde von PJ. Das ist echt witzlos, muss ich sagen. Vor allem, weil keiner in unserer Base ist, glaube ich. So, ja. Da baue ich mich jetzt natürlich nicht einmal komplett rum zu grün. Es ist echt keiner in unserer Base. Das war natürlich geniushaft. Gut gemacht, schreiben sie. Sehr gut. Sehr gut sogar war das, meine Freunde. Und jetzt wird der gut equipte Torben einmal from the side kommen und hier Unterstützung leisten. Surprise, Motherfucker! Guck mal hinter unsere Base, XD. Wollte gerade zu denen. So. Ja gut, kann man halt nichts machen. Es ist so, wie es ist, meine Freunde, die lechten Unterhaltung. Nein, das ist ein Spruch von Sturmwaffe, den darf ich nicht klauen. Sturmwaffe ist mega cool. Da unten ist hier einer. Hä? Warum ist da einfach einer? Ich will schon sein, das gehört sich aber ganz und gar nicht. Okay, der kriegt ja nochmal einen guten Hit ab. Ich werde jetzt mal versuchen, hier unten durchzugehen. Tatsächlich. So, ich warte nur darauf, dass jetzt hier einer hinkommt, den ich dann vielleicht wegspammen kann. PJ hat einen. Vielleicht kriegt er jetzt ja sogar das Bett. Wäre echt Töfte. Ich komme mal zur Unterstützung. Okay, PJ ist down. Aber wenn ich weiterhin hier unten sneake, das ist natürlich unpraktisch jetzt. Ah, okay. Ich glaube, das juckt sie gar nicht so besonders. So einer von uns, sehr gut, der sorgt für Ablenkung. Der ist aber schon down. Hier ist ja keine neue Falle. Okay, den lasse ich auch noch gehen. Geht der oder will der? Erstmal baue ich von hinten zu, damit die denken, dass hier keiner ist. Dann lasse ich den Domse noch gehen. Komm, geh. Oder Domse. Komm schon. Das kann doch echt nicht deren Ernst sein, ey. Diese scheiß Traps, Alter. Ich bin gerade so mega angespannt. Guck mal, wie der eine schon zurückkommt, ey. Alles Chili-Milli hier. Domsee. Der heißt Domsee. alles chillig hier. Hier ist keiner bei eurer Base. Alles cool. Alles Roger in Kambodscha. Oh ne, sie kommen. 3, 2, 1. Bam, 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 bam.
So, jetzt gibt's Beef, Alter. So, erstmal hier Boss-Spamming. Oh mein Gott, we got it! Oh mein Gott, yes! Guys, that's amazing! Yes! GG, Alter! Ohne Witz, Leute! Was? Was war das für eine Runde? Was war das für eine Runde? Ach du Scheiße! Alter, Aaron, ey. Oh mein Gott, Alter, was war... Oh, du Shit! Ach du Scheiße. Okay. Okay, Leute. Dafür könnt ihr eine positive Wertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Haut rein und ciao.